Herzlich willkommen zum Perspective Talk, unserem wöchentlichen Live-Interview-Format für Recruiter und Marketer, die auf der Suche sind nach neuen Tipps und Strategien für ein erfolgreiches Social Recruiting. In den Talks sprechen wir jede Woche mit erfolgreichen Perspective-Kunden und erfahrenen Experten aus der Branche, die dir ihre Learnings aus der Praxis mitgeben. Ich bin Leni, dein Host, und ich entlocke meinen Gästen hier wertvolle Einblicke aus ihren Businesses, Best Practices und tatsächliche Beispiele, um dein Social Recruiting mit neuen Tipps und Strategien anzureichern und dich einfach auf ein neues Level zu heben. Schau bei uns rein, höre zu und lass dich von unseren Gästen hier einfach inspirieren. Also, willkommen zum Perspective Talk. Social Recruiting im Bausektor. Heute sprechen wir darüber, wie du auch extrem nischige oder erklärungsbedürftige Stellen gerade im Handwerk erfolgreich besetzen kannst. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Perspective Talks. Mein Name ist Leni und heute habe ich Lukas Weiner von Match and Make zu Gast. Lukas hat selbst einen handwerklichen Background, würde ich mal vorsichtig sagen. Dazu kann ich sicherlich gleich noch was erzählen. Und ja, ist auch unter anderem dadurch ein sehr starker Experte im Bereich Social Recruiting für Handwerk, für Industrie und Bau. Und er hat mit seiner Social Recruiting Agentur und Perspective einfach ja, beeindruckende Erfolge erzielt. Er hat zum Beispiel das Finden eines ja, neuen Geschäftsführers für ein Handwerksunternehmen innerhalb von 2 Monaten möglich gemacht. Also wir haben heute auf jeden Fall einiges vor. Gemeinsam sprechen wir heute konkret über folgende 3 Themen. Einmal, wie du eben extrem nischige, erklärungsbedürftige Stellen besetzen kannst. Zweitens, wie du Partnerunternehmen zum Umdenken anregen kannst, also zum Beispiel offen für neue Recruiting-Ansätze zu sein. Und drittens sprechen wir heute im Detail die bereits angesprochene ja, Recruiting-Erfolgsstory von Lukas über die Erstellung, über die Einstellung eines Geschäftsführers im Handwerk. Also, wenn du im Social Recruiting unterwegs bist oder vielleicht möchtest du das auch einfach bald sein, dann bist du hier heute genau richtig. Und für alle, die diesen Talk live schauen, ihr könnt gerne wieder den Chat nutzen. Ihr könnt gerne all eure Fragen stellen an mich, an Lukas, an uns beide gemeinsam zum Thema. Und für alle, die den Talk in der Aufzeichnung sehen oder vielleicht auch als Podcast hören, ihr könnt doch beim nächsten Mal einfach live dabei sein. Wir machen das hier immer mittwochs in der Perspective Community. Im Perspective Talk interviewen wir ja Experten aus der Branche, Kunden von Perspective rund um Social Recruiting und produzieren hier Experten-Content. Genau, also zu allen Aufzeichnungen findest du Links in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Und ja, für alle, die jetzt live dabei sind, jetzt geht's los und ich sage, Lukas, herzlich willkommen zum Perspective Talk. Danke, dass du heute mein Gast bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich. Wir haben uns einiges an Thema vorgenommen. Glaube ich auch, unser meistgeschauter Perspective Talk war ja bereits ein Talk, der in die Richtung schwer zu besetzende Stellen ging. Darum ist ein sehr relevantes Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Aber bevor wir hier super tief ins Thema reinstarten, kannst du dich einmal selber vorstellen, wer du bist, was du machst, was so dein Background ist und vielleicht auch, was es mit Match and Make auf sich hat. Sehr, sehr gerne, genau. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Lukas Weiner, ich bin Geschäftsführer von der Match and Make GmbH. Ich habe das Ganze nicht allein gegründet, sondern mit meinem Geschäftspartner, mit dem Luca Glawasch. Mein Hintergrund ist, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, das heißt, ich bin mehr so also aus der Technikrichtung auch mit Marketing viel gehabt. Genau, gestartet ist schon vor einigen Jahren im Prinzip, also mein Background im Prinzip, warum du schon angekündigt hast, mit Handwerk im Background. Mein Vater ist in der Metallverarbeitung seit 30 Jahren. Das heißt, ich habe früher auch in der Metallverarbeitung im Unternehmen, wo mein Vater auch arbeitet, damals während der Schulzeit noch gearbeitet. Das heißt, samstags dann 6 Uhr morgens dort gewesen, irgendwie Metall gestanzt, Lasermaschinen. Das heißt, da schon die ersten Berührungspunkte damit gehabt. Mein Geschäftspartner auch, sein Vater hat einen Stuckateurbetrieb mit aufgebaut. Das heißt, da war dann ja Luca in der Zeit auch Werkstudent in dem Stuckateurbetrieb und ja, hat da auch so, ich habe, sag mal, die ganzen Marketing-Themen betreut, wo die ganzen Handwerker jetzt noch nicht so, ja, vor allem damals jetzt vielleicht noch nicht so die Relevanz da drin gesehen haben. Ja, klar. Genau, und dann, ja, haben wir damals dann schon Kontakt gehabt, überlegt gehabt, so was er so mal darüber macht, hatten wir uns immer wieder im Austausch gewesen. Da hat er dann damals für die angefangen, die Website zu bauen, weil es noch relativ junges Unternehmen war. Und haben wir uns überlegt, okay, wäre vielleicht für andere Handwerksunternehmen auch interessant. Also gerade wenn man sich mal so umgeschaut hat, dann sehen da viele Webseiten jetzt noch nicht so toll aus. Ja. Und wo habt ihr dann gegründet? Bitte?
Habt ihr dann daraus entstehend quasi gegründet mit der Idee? Genau. Daraus ist so entstanden, natürlich damals noch in einem kleineren Umfang, jetzt noch nicht als GmbH, sondern so, ja, während dem Studium, so als bisschen nebenher, um das Ganze mit aufzubauen. Ja. Genau, dann aus dem Gedanken heraus wirklich so Webseiten, weil wir dachten, hey, das kann doch nicht sein. Das ist wirklich, also manche Webseiten so aussehen, als ob sie 30 Jahre alt wären. Genau, haben wir versucht, uns da so ranzutasten, gerade mit dem Beispiel, den wir schon hatten und ein paar befreundete Unternehmen von dem Stuckateurbetrieb. Da hatte man dann ja auch so ein Netzwerk, wo man dann so die Leute kannte. Und ja, das Offer, was man da natürlich dann meistens so hat, ist so, ja gut, mehr Kunden gewinnen, bessere Kunden gewinnen mit der Website. Natürlich haben wir da relativ schnell herausgefunden, dass das nicht der Hebel ist für die Handwerksbetriebe. So, die haben, ja, ich sag mal, Auftragsbücher, die sind die nächsten zwei Jahre irgendwie Gefüllt. voll. Ja. Und das Thema Website ist halt so, ja, es ist cool, es ist schön, wenn wir es ja haben, aber jetzt kein Argument, warum die kriegen müssen. Das, was dann immer so als Resonanz kam, war immer so das Thema, hey, Website ist schön und gut, aber das Einzige, was ich brauche, sind mehr Mitarbeiter, damit ich meine Aufträge abarbeiten kann, dass ich keine Kunden ablehnen muss, dass ich keine riesen Wartezeiten habe. Ja. Genau, und daraus ist dann so dieses Thema organisch so ein bisschen entstanden mit dem, ja, ich sag mal, Social Recruiting, haben wir uns nämlich überlegt, okay, wie können wir das denn umsetzen? Was können wir denn mal machen? Unsere, ja, ich sag mal, Technik, Marketing-Hintergrund, da irgendwie zu nutzen und überlegen, wie man das machen kann. Natürlich hatten wir auch geschaut, was aktuell schon so gemacht wird. Ja, dann haben wir bei Stuckateurbetrieb da angefangen, weil das natürlich am leichtesten war, da irgendwas zu pitchen und einfach mal zu Ja, testen, mit ohne zu meinen sagen, Sprachen. hey, mit einer einfachen Erwartungshaltung ranzugehen, zu sagen, hey, keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir würden einfach gerne mal was probieren. Waren die total offen für. Es hat dann auch super funktioniert. Also relativ in kurzer Zeit wirklich extrem gute Ergebnisse erreicht. Dann direkt daneben ein Elektriker neben dem Stuckateur gewesen, der die Immobilie da vermietet hatte, den dann natürlich dann auch direkt mit angehauen und gesagt, hey, ey, das funktioniert ja ganz gut beim Stuckateur, hast du nicht auch Lust? Und Und plötzlich ja, hast du eine daraus. GmbH und machst Social Recruiting als Agentur. Ja, so kann man das sagen, genau. So ist es dann entstanden im Prinzip Stück für Ja, Stück. mega. Also auch immer irgendwie nach Angebot und Nachfrage gegangen und geguckt, was ihr mit eurer Expertise da so machen könnt. Ja, super cool. Einfach eine klasse Gründerstory irgendwie auch so aus dem eigenen Umfeld heraus. Wir haben uns heute ja das Thema vorgenommen, wie es so mit extrem nischigen und erklärungsbedürftigen Stellen im Recruiting vorwärts gehen kann. Und wir wollen uns vor allem um das ja, erfolgreiche Besetzen von solchen schwer zu besetzenden Stellen mal kümmern. Da frage ich mich natürlich direkt, wie genau definiert sich für dich denn eine vielleicht schwer zu besetzende Stelle oder eine extrem erklärungsbedürftige Position? Also wie unterscheidet sich das von jetzt anderen Positionen, wo du sagst, ja, schalten wir eine Social Recruiting-Kampagne und dann dauert das 4 Wochen? Ja gut, ich meine, es wird auch immer schwieriger. Das heißt, das einmal mal schalten und 4 Wochen warten wird auch immer komplexer. Aber ja, ich würde es so definieren im Sinne von, wie gängig ist der Beruf? Vielleicht auch regionsspezifisch. Das heißt, zu schauen, okay, wenn ich jetzt, ich sag mal, ein Unternehmen von ja, 100 in Deutschland bin und in meiner Region gibt es halt auch keinen, der irgendwie vergleichbar unterwegs ist wie ich, Ja. dann ist natürlich auch dementsprechend schwer zu besetzen. Oder wenn man dann extrem viele, ja, ich sag mal, Zusatzqualifikationen braucht. Oder wenn so Sachen aufkommen wie, ja, ich sag mal, das sind Ausbildungsberufe, die es gar nicht mehr gibt. Das heißt, die werden heute einfach nicht mehr ausgebildet oder viel, viel weniger. Vielleicht nur noch ja, an einem Standort in ganz Baden-Württemberg oder sowas wird dann. Gibt es überhaupt eine Schule? Das heißt, erstmal Azubis zu finden, das heißt auch Nachwuchs zu finden in dem Bereich ist extrem schwer. Und dementsprechend auch die Leute, die in den Bereichen arbeiten, sind natürlich dann auch, ja, ich sag mal, schwer zu finden. Also auch die Gruppe ist einfach extrem klein dann für eine Recruiting-Kampagne. Genau, zum einen die Zielgruppe, die klein ist, sehr spezifische Anforderungen, die man da hat. Genau, also Eigentlich auch schon, ne? Ja, es gibt ja entweder nur das eine oder das andere. Ja. so. Ja, spannend auf jeden Fall. Das heißt, jetzt haben wir erstmal eine Einordnung, was wir damit überhaupt meinen. Hast du mal so eine Einschätzung von den häufigsten Fehlern, die im Recruiting für solche erklärungsbedürftigen, solche nischigen Positionen gemacht werden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss man relativ weit vorne anfangen. Das heißt, an der Erwartungshaltung von dem Partner selber. Das heißt, es gibt einige Unternehmen, mit denen wir auch gesprochen haben, die jetzt vielleicht auch, ich sage mal so, schwer zu besetzende Stellen haben, Ja. die vielleicht seit 2, 3 Jahren keine einzige Bewerbung kriegen.
Oder vielleicht eine Mal so irgendwie aus dem Bekanntenkreis, aber die Ansprüche irgendwie hier oben sind. So. Das heißt, genau, absolut. Das heißt, da fängt es schon an, dass man da die Leute schon in dem Moment schon, ich sag mal in dem Sinne, coachen muss und sagen muss, hey, du kannst nicht keine Bewerber kriegen und denken, okay, das ist jetzt hier die Wunderpille und damit läuft es wie am Schnürchen, sondern dass man da die Leute schult und sagen muss, okay, du musst vielleicht auch umdenken, du musst vielleicht auch das ganze Thema anders betrachten, vielleicht überlegen, okay, wie kann man das Thema denn anders angehen? Das ist auf jeden Fall der erste Punkt, der extrem wichtig ist, dass man die Partnerunternehmen dementsprechend auch schult, die Erwartungshaltung anpasst und auch dementsprechend mit ihm andere Wege versucht zu gehen. Das heißt, wenn man jetzt in einer speziellen Nische irgendwie unterwegs ist, irgendwie besondere Anforderungen hat, dass man dann auch überlegt, okay, du wirst wahrscheinlich diesen perfekten Mitarbeiter, den wirst du wahrscheinlich bei dir nicht finden. Den gibt es vielleicht nicht. So, wenn du Glück hast, okay, wer weiß, vielleicht, cool. Aber wenn man so realistisch ist, dann muss man im ersten Moment sagen, okay, wir müssen das Ganze vielleicht anders angehen. Das heißt, wir müssen vorher in der Konzeptionierung schon tiefer reingehen und überlegen, okay, was gibt es denn für angrenzende Bereiche, die vielleicht irgendwie in Frage kommen könnten, die vielleicht ein ähnliches Skillset haben, was vielleicht in dieser Stelle auch gebraucht wird. Ja. Genau, und da dementsprechend also einfach weiterzudenken auch, ne? Auch so diesem also was heißt Umkreis, aus dieser Bubble auszubrechen, zu sagen, ich suche jetzt nur den Stuckateur und that's it. Weil du das Beispiel vorhin hattest. Also sicherlich ja auch was, wo die Azubi-Rate sinkt, vielleicht. Das heißt, der Fehler, der gemacht wird an der Stelle, ist natürlich, was wir eben schon hatten, die Erwartungshaltung der Position gegenüber. Ich bin Arbeitgeber, ich habe gute Benefits, ich mache das, was ich tue, sehr gut. Also gibt es auch einige da draußen, die bei mir arbeiten möchten, aber vielleicht ist es dem einfach nicht mehr so. Ja, vielleicht hat sich die Position, der Markt verändert. Und die Lösung, die du da bietest, ist quasi zu sagen, wir verändern die Position vielleicht ein bisschen oder wir gehen mal an die Erwartungshaltung ran. Vielleicht kann man das und das auch verändern. Dafür brauchst du aber auch einen Partner, der das irgendwie nachvollziehen und verstehen kann. Darum, da wollen wir gleich noch drauf eingehen. Ich frage mich jetzt direkt, hast du dann bestimmte Tools oder Technologien, die du beim Recruiting für solche Positionen einsetzt? Also sagst du dann, hey, lass uns doch mal eine Social Recruiting-Kampagne machen. Ist ja sicherlich auch was, wo viele auf dich zukommen mit einer schwer zu besetzenden Stelle, die davon noch nichts gehört haben. Ja, für die ist das dann neu. Mhm. Oder gehst du dann im Social Recruiting nochmal gesondert vor? Wie genau meinst du das? Also ich verstehe noch nicht ganz, was jetzt, oder andersrum, geh mal drauf ein, wie deine Vorgehensweise ist. Du hast eine schwer zu besetzende Position, ja, weil vielleicht die Zielgruppe ist besonders klein oder du hast eine super hohe Qualifikation, die du für etwas brauchst. Was tust du jetzt? Also ich meine, klar, du kannst jetzt dich hinsetzen und sagen, cool, bauen wir jetzt mal einen Funnel, machen wir mal Zielgruppenanalyse. Aber worin liegt dann die Kunst zu sagen, diese wirklich schwer zu besetzende Position, die kriege ich besetzt? Genau, also das habe ich gerade schon im Prinzip ein bisschen schon angesprochen. Das heißt, man geht dann tiefer rein und schaut sich erstmal das Anforderungsprofil von der Stelle an. Das heißt, man überlegt, okay, welche Aufgaben macht die Person denn wirklich? Was wird da alles erledigt? Sich die Position wirklich im Detail nochmal anzuschauen. Vielleicht dann auch zu überlegen, okay, ist das so eine, ich sag mal, so eine historisch gewachsene Stelle? Das heißt, es ist eigentlich keine Rolle an sich, sondern es sind so 7, 8 verschiedene Rollen, die man theoretisch irgendwie aufteilen könnte in mehrere Rollen. Weil man das vielleicht anhand von 2, 3 Personen irgendwie aufgebaut hat und der ganze Prozess auf diese Person ausgerichtet ist, nicht aber in diesem Prozessdenken aufgebaut ist, sondern also nicht in dieses Rollendenken und überlegen, okay, die Person führt jetzt genau das durch, schweißt, keine Ahnung, konstruiert, macht das ganze Zeug vielleicht, sondern wirklich das alles in einem zu sehen. Das heißt, da geht es schon in den Hebel zu sagen, okay, welche Rollen gibt es denn tatsächlich? Und dann anhand der Anforderungen, der Rollen, die Aufgaben, die getätigt werden, überlegen, okay, ist es überhaupt denn nur noch eine Stelle oder könnte man daraus auch 2 Stellen machen, 3 Stellen, je nachdem, wie viele Mitarbeiter dementsprechend auch gesucht werden. Und dann auf diese Teilaspekte nochmal zu überlegen, okay, und was ist jetzt für diesen Teil, für diese Rolle oder 2, 3 Rollen, ein Gebiet, was angrenzend dazu ist. Das heißt, ist jetzt zum Beispiel in der Metallverarbeitung, im Topfbau oder sowas, da gibt es nicht so viele so Industrietöpfe. Jetzt konkretes Beispiel von einem Kunden.
Da gibt es halt nicht viele von. Da muss man halt überlegen, okay, welche Anforderungen haben die denn? Und dann kann man irgendwie, ja, überlegen, einen Schlosser oder einen Kfz-Meister, jemand aus einem ganz anderen Bereich. Aus diesen, ich sag mal, klassischen Ausbildungsberufen, ich bin jetzt ein Schreiner und ich suche nur Schreiner, auszubrechen und zu sagen, hey, vielleicht habe ich da auch Platz für ausgebildet in XY, aber mit Kenntnissen in meinem Bereich. So verstehe genau, ich. Genau. Das heißt, was du tust, ist ja wirklich nicht nur an der Erwartungshaltung zu schrauben, sondern vor allem auch so ein bisschen die Konstrukte aufzubrechen. Was ist das Verständnis eigentlich von dem Kandidaten vielleicht auch, den ich suche? Ja, also am Ende soll es ja jemand sein, der auf die Tätigkeiten passt, die ich füllen möchte oder wo ich Unterstützung brauche versus ist das nur mit Lebenslauf XY. Ja. Absolut, genau. Da vielleicht auch noch eine spannende Frage, die sich jetzt auch immer häufiger für mich in die Perspective Talks hier mit einschleicht. Und zwar, wie wichtig ist generell das Thema Employer Branding bei der Besetzung von solchen Stellen? Klar, das spielt absolut eine wichtige Rolle. Also ich meine, das ist im Prinzip, also das ist, vielleicht um das eine Thema noch ein bisschen abzuschließen. Also eins zum einen ist es natürlich, die Rollen zu definieren und gucken, okay, welche angrenzenden Gebiete gibt es. Zum anderen, den Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, war das Thema Schulungen. Das heißt, auch zu belegen, okay, der Mitarbeiter, den wir jetzt, oder die Bewerber, den wir jetzt reinkriegen, der ist zwar nicht passend dafür, das heißt, der wird jetzt diese Aufgabe nicht machen können, aber wir können den vielleicht 3, 4, 5, 6 Monate schulen und da umfangreiche Einarbeitung bieten, die mit anderen Mitarbeitern mit dazunehmen, irgendwie auch Videos machen, irgendwie den Prozess draften, dass derjenige dann, ja, ich sag mal, nach einem halben Jahr auch bereit ist, den Job selber zu machen. Also das ist auch nochmal ein extrem wichtiger Part, den man nicht außer Acht lassen darf, ist diese Einarbeitung, ist diese Schulung. Das heißt, da auch zu belegen, okay, der passt nicht, wir können aber im Prinzip zum Beispiel nur einen Mitarbeiter dafür gebrauchen, dann zu belegen, okay, welches Profil passt denn am ehesten, gibt es dafür genug? Wir können auch 2, 3 Profile gleichzeitig spielen und überlegen, okay, wie ticken die Leute und die dann dementsprechend auch auf das Level bringen, auf das wir sie brauchen. Das heißt, diese Schulungsplattform und Videos und die Weiterbildung von den Mitarbeitern ist auch nochmal ein extrem großer Punkt, den wir bisher noch nicht gesprochen hatten. Mega spannend. Ich glaube, das ist auch genau das, was ich mit meiner Frage meinte. Also dieses, was sind so Mittel und Wege, die du gehst, um am Ende dann dennoch den passenden Kandidaten zu erreichen? Wie kann ich mir das dann im Funnel so vorstellen? Also Beispiel jetzt mal, wie identifizierst du dann den passenden Kandidaten für eine Position, wenn es jetzt nicht unbedingt anhand von einer gewissen Qualifikation sein kann? Also ich denke da vor allem an, sagen wir jetzt mal, irgendwelche medizinischen Ausbildungsberufe. Da kenne ich das aus unseren Recruiting-Funnels so oder die wir super häufig auch in der Community geteilt sehen. Oftmals ist einfach eine Entscheiderfrage im Funnel, ob jemand weitergeht oder nicht. Hast du eine Ausbildung zu XY? Wenn ich dann sage ja, dann gehe ich im Funnel weiter. Wenn ich sage nein, gehe ich nicht weiter und sage, hey, danke, dass du das Interesse hast, aber es passt einfach aktuell nicht. Und das ist das Kriterium, um eben eine Qualifikation klarzumachen, auszuschließen, Bewerber zu filtern. Jetzt ist es ja bei solchen Stellen so, wo du vielleicht auch nicht unbedingt, keine Ahnung, du kannst ja nicht bei einem, wenn du einen Schreiner suchst, schreiben, wir suchen Schreiner, aber falls du keiner bist, ist es trotzdem okay. So. Also wie sieht das aus? Genau, das ist natürlich ein schwerer Punkt. Das heißt, da die Balance zu finden, ich sag mal, auch irgendwie zu filtern im ersten Moment, aber auch nicht zu streng zu sein. Dafür ist dann auch wieder interessant, wenn wir vorher irgendwie schon angrenzende Gebiete definiert haben und sagen, okay, ein Kfz-Mechaniker könnte sich für den Metallbau da auch eignen, dass wir versuchen, okay, die spezifisch anzusprechen und zu sagen, okay, hast du schon irgendwas in dem Bereich gemacht? Zusätzlich dazu ist das ja bei uns zumindest nicht die einzige Art von Vorqualifizierung, die wir machen, sondern wir telefonieren in-house mit jedem einzelnen Bewerber, der reinkommt. Also es kommt darauf an, wie je höher hochqualifiziert es ist, da ist dann immer ein bisschen schwieriger, weil da kommen meistens sehr tiefe Rückfragen, auf die wir jetzt nicht ad hoc irgendwie gut antworten können. Aber für die ganzen, ich sag mal, ja, Ausbildungsberufe und sowas, da machen wir die Vorqualifizierung nochmal in-house. Das heißt, wir telefonieren auch nochmal mit den Leuten. Wir wissen ganz genau, worauf wir achten müssen, welche Erfahrungen die irgendwie mitbringen müssen, was gut wäre. Und wir telefonieren mit denen dementsprechend, fragen die ganzen Punkte ab. Und dann entscheiden wir, okay, passt es zu dem, was wir mit den Kunden besprochen hatten, in welche Richtung es gehen kann und geben wir ihn dann dementsprechend frei oder nicht. Ja. Das heißt, da unterstützen wir den Kunden auch in dem Sinne, dass er die bestmögliche Entscheidungsgrundlage hat, welchen Bewerber er jetzt einladen möchte oder nicht. Finde ich richtig cool, dass du das gerade noch angesprochen hast, weil ich glaube, das ist auch so noch so ein vielleicht auch einfach ein Geschäftsgeheimnis generell im Recruiting.
dass du tatsächlich echt einen richtig guten Fragebogen deinem Kunden gegenüber entwickeln musst. Wie kriegst du möglichst alle Informationen über diese Position, oder? Das ist einfach so das Erfolgsgeheimnis, glaube ich, einer jeden, vielleicht nicht nur Recruiting-Agentur, sondern am Ende ja auch jeder Marketing-Agentur, jedes Marketers. Da wollte ich nämlich kurz, weil du es gesagt hast, einwerfen. Wir hatten mal einen wunderbaren Perspective-Talk mit dem Thomas Steinegger, ist ein Copywriter, ein hervorragender Copywriter, cooler Talk. Und da haben wir genau über dieses Thema so Zielgruppen-Fragebogen oder in dem Sinne Recruiting-Persona-Fragebogen gesprochen. Also für alle, die das vielleicht noch interessiert, schaut euch unbedingt den Perspective-Talk an. Darum danke, dass du das nochmal aufgemacht hast. Vielleicht da noch eine Anschlussfrage an das Thema, was jetzt aufkommt. Habt ihr dann quasi ein dediziertes Tele-Sales oder Tele-Bewerbermanagement-Team oder wie sieht das dann bei euch aus? Telesales in dem Sinne nicht, aber ja, es gibt ein dediziertes Team, was sich nur darum kümmert, die Bewerber zu kontaktieren, die auch schnell zu kontaktieren. Das heißt, wenn die Bewerbungen reinkamen, möglichst am gleichen Tag, am nächsten Tag direkt versuchen zu erreichen, wenn sie nicht erreicht wurden, dann dementsprechend auch eine Nachricht zu hinterlassen, vielleicht auch per Mail nochmal dahinter zu sein. Das heißt, da auch wirklich, naja, ich sag mal, wie im Sales auch Schlagzeilen auf die Bewerber zu kriegen, weil die meisten arbeiten ja, die meisten sind ja im Arbeitsverhältnis. Das heißt, wir können zwar im Funnel so ein bisschen abfragen, wann bist du denn am besten erreichbar oder so, je nachdem, aber selbst da müssen die ja nicht unbedingt erreichbar sein. Deswegen ist da auch wirklich die Kunst, hinterher zu sein und das dementsprechend auch dann den Kunden auch mitzuteilen. Das heißt, wir sagen, wir sind da hinterher, wir geben dir das am Ende mit der Vorqualifizierung, aber dann im nächsten Schritt musst du auch dahinter sein. Das heißt, wir geben dem auch Frameworks an die Hand, sagen, hey, so musst du hinterher telefonieren, sag am besten zum Einstieg das, verwende am besten das, um den einzuladen. Wenn du irgendwelche Unterlagen willst, dann sag ihm am besten das. Also da auch wirklich diesen vollumfänglichen Recruiting-Ansatz, den wir fahren. Also es ist wirklich uns auch wichtig, dass wir uns nicht nur als, ja, ich sag mal, Social Recruiter sehen, dass wir nur ein paar Werbeanzeigen machen, sondern wir so sehen uns im Prinzip so als externe Recruiting-Agentur. Das heißt, wir helfen den Kunden, Partnerunternehmen in jeglichen Bereichen, wo wir da können, dass der Prozess möglichst sauber und effizient läuft. Mega. Auch so ein schöner, ich wiederhole mich da auch aus vergangenen Talks, so ein schöner holistischer Ansatz. Und ich glaube, das ist auch einfach was ja, dich einfach nachhaltig in deinem Business immer wachsen lässt, wenn du deinen Kunden nachhaltig betreust. Und ich finde es auch so schön, weil du die ganze Zeit von deinen Kunden als Partnern sprichst. Und ich meine, am Ende ist es ja auch wirklich das, was du aufbaust. Du baust Partnerunternehmen auf, denen du eben hilfst, im Recruiting erfolgreich oder erfolgreicher zu sein. Und Partnerunternehmen zu schulen und da auch das Umdenken zu fördern, also wie man Unternehmen dazu bringt, offen für ja, neue Recruiting-Ansätze zu sein. Dazu wollen wir heute auch sprechen, beziehungsweise wir haben es schon mal angesprochen, die Themen vermischen sich heute, weil eben wirklich alles irgendwie miteinander zu tun hat und zusammenhängt. Jetzt ist es ja so, das haben wir gerade auch schon gesagt, dass es nicht immer die Positionen gibt, die gesucht werden. Ja, also es ist einfach Teil des Alltags, es sein kann, dass sich Dinge verändern, Positionen verändern. Wie gehst du an so ein Gespräch ran? Also, was sind so Argumente, die du vorbringst, um zu sagen, hey, schau mal, das ist jetzt Situation XY, da müssen wir jetzt, wir müssen was tun, weil die Position, die du suchst, die gibt es so nicht. Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Also da geht auch so ein bisschen das einher, was du vorhin schon gesagt hast mit diesem Employer Branding. Das heißt, wenn ein Partner zu uns kommt, dann gibt es am Anfang erstmal einen wirklich umfangreichen Workshop, wo wir uns erstmal das Unternehmen an sich anschauen. Das heißt, da gehen wir wirklich tief drauf ein, was macht das Unternehmen aus, in was ist denn tätig, was funktioniert denn gut beim Unternehmen, wie sieht so die Region aus, das heißt, was gibt es da so, ja, sag mal, für andere Unternehmen, die vielleicht auch, ja, ich sag mal, ja, Mitarbeiter hat, die vielleicht in einer ähnlichen Branche sind wie sie selber. Das heißt, da im Erstgespräch oder in diesem Workshop, in diesem Employer Branding Workshop, kriegen wir schon so enorm viel Information, gerade daraus, was in der Region beim Kunden passiert. Das heißt, weil die meisten Menschen von uns ziehen ja seltenst für einen Job um. Ja, ist gerade in Deutschland ist es ein extrem ja, schwieriges Thema. Die meisten Leute bleiben ja irgendwie im 50 Kilometer Umkreis, wo sie geboren sind. Das heißt, ja, da bewegt sich nicht viel. Und das kriegen wir in dem Gespräch mit. Und dementsprechend, was du vorhin auch schon angesprochen hast, was enorm wichtig ist, ist
dann nicht einfach vom Kunden nur, ich sag mal, die bloße Stellenausschreibung von zugeschickt bekommen und daraus dann irgendwas zu basteln, sondern da gibt es auch für jede einzelne Stelle, die wir besetzen wollen, führen wir einen eigenen Call, wo wir dann wirklich dediziert über diese Stelle sprechen. Das heißt, wir gehen wirklich drüber, wie sieht so ein Alltag aus von den Mitarbeitern? Welche Qualifikationen bringen denn die Mitarbeiter mit, die ihr aktuell beschäftigt? Also einfach, um sich vielleicht auch von den Gedanken schon mal zu lösen und schon mal klar zu machen, okay, bei uns gibt es schon einige Mitarbeiter, die gar nicht die Ausbildung haben. Es gibt schon welche, die vielleicht fortgebildet wurden in dem Bereich. Ja. So zeigt man denen auch auf, okay, es geht auch und ihr beweist es euch selber, aber ihr wollt es euch nur nicht eingestehen im ersten Moment. Und das ist einfach enorm wichtig, um da auch die Vorteile rauszubringen. Und genau, dann machen wir natürlich auch eine umfangreiche Analyse, gucken uns, ja, ich sag mal, die Region angucken an, was gibt es sonst so. Und dann in diesem Gespräch, wo wir die Stelle besetzen, sagen wir auch dementsprechend, hey, wir müssen uns das anders betrachten. Wir müssen uns vielleicht nochmal ein Gespräch schauen, wo wir dann eine angrenzende Stelle haben, was wir vorhin schon besprochen hatten. Und dann, genau, durch unsere Analysen und das Gespräch kriegen wir es dann relativ schnell raus, ob wir da anders folgen müssen. Ich glaube, ich hätte jetzt gerade noch gefragt, wie gehst du dann mit Kritik oder Skepsis um, die jetzt vielleicht dir auch entgegenkommt? Gerade wenn man, also ich will da nicht mit krassen Vorurteilen reinfallen, aber ich bin Marketerin, darum tue ich das jetzt mal. Wir arbeiten gerne oder viel mit Vorurteilen. Es funktioniert einfach. Wie gehst du damit um? Gerade im Handwerk stelle ich mir das tatsächlich so vor, dass oftmals es einfach viele eingefahrene, etablierte Strukturen gibt, wo es super schwer sein kann zu sagen, hey, übrigens, wir müssen es jetzt anders machen, weil so wie du es willst, geht's nicht. Und hier ist bitte die Lösung. Gibt es da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, das ist die Kritik oder die Skepsis, die regelmäßig kommt und wir entwickeln einfach ja irgendwie eine Einwandsbehandlung oder wie macht man das? Das Wichtige ist, dass möglichst in der kompletten Ansprache schon diese Einwände, Vorwände dann irgendwie vorwegzunehmen. Das heißt, da ich sag mal, das, was ich vorhin angesprochen habe, dem Erwartungsmanagement, mit den Schulungen von unseren Partnern, das fängt ja schon im allerersten Gespräch an. Das heißt, es zieht sich bei uns von Anfang bis zum Ende durch, dass er immer wieder gesagt bekommt, hey, du musst umdenken, du musst anders agieren. Dass wir dann auch natürlich eine Analyse machen, wie läuft es denn aktuell? Und wenn es aktuell nicht läuft, dann uns brennt, dann ist es eben, ja, ich sag mal, nicht mehr allzu schwer, demjenigen zu sagen, hey, merk selber, es funktioniert nicht, so wie du es aktuell machst. Wir müssen umdenken. So, es gibt keine große Alternative. Sagst du dann auch manchmal einfach, also ich meine, klar, das kennst du aus dem Agenturgeschäft, sagst du dann auch, wenn du einen Kunden hast, der sich einfach gar nicht drauf einstellen möchte, dann ist es einfach nicht möglich, dann kommt es hier nicht zu einer Zusammenarbeit. Also bist du da auch so, dass du sagst, ich arbeite mit den Kunden zusammen, die sich dann darauf einlassen, weil du bist einfach der Experte oder ja, absolut, jedem zu helfen? Also man kann nicht jedem helfen, man kann nur denen helfen, die sich auch helfen lassen wollen. Man kann die Leute natürlich dazu hingehen und zu beraten und versuchen zu verstehen, warum man jetzt umdenken soll. Das ist auch wichtig, also einfach zu sagen, okay, warum musst du jetzt umdenken? Und nicht einfach zu sagen, okay, mach's jetzt und da ist jetzt irgendein Marketer und der will mir jetzt hier irgendwas erzählen. Kommt natürlich auch mal vor. Aber nein, wir lehnen natürlich regelmäßig täglich Kunden ab, wo wir sagen, hey, okay, nee, damit funktioniert's nicht. Vor allem mit dem Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, mit Employer Branding. Das heißt, er hat im letzten Vorgespräch mit einem potenziellen Partner, was dann bisher noch nicht geklappt hat, leider. Und er meinte auch, ja, aktuell sind wir kein guter Arbeitgeber, wir zahlen keine guten Gehälter, wir bieten gerade aktuell nicht viel. Und dann an dem Punkt müssen wir dann auch so fair sein und sagen, hey, dann macht es zu dem Zeitpunkt keinen Sinn. So, wir können gerne im Austausch bleiben. Genau. Das sind andere Probleme, als Mitarbeiter zu generieren. Und, ich glaube, das ist ein guter Tipp für alle da draußen, weil ich sehe das auch häufiger mal in der Community, hey, ich habe jetzt hier Kunde XY, der will das, aber ich würde eigentlich das machen. Und ich glaube, da muss man entweder wirklich sehr, sehr stark als Experte auch auftreten können und sagen können und sich auch seinen Standpunkt behaupten können, hey, du hast ja mich für meine Dienstleistung irgendwie beauftragt und dann lass mich das doch auch tun. Ja, oder eben auch wirklich Abstand zu nehmen und zu sagen, wir fokussieren uns eben auf die Leute, die ja einfach auch Bock auf uns haben, so nach dem Motto. Ja, wichtig ist dann, sich nicht so als verlängerter Arm vom Kunden zu sehen, wo er so sagt, hier ist die Aufgabe, mach mal, sondern ja, man hat dann in dem Bereich, wenn man in dem Bereich tätig ist, auch die Expertise, denjenigen dann zu sagen, hey, das ist eine coole Idee, wir können gerne darüber reden, aber so wie du es jetzt vorgeschlagen hast, macht es keinen Sinn, weil XY, je nachdem, was ein Vorschlag halt kam.
Definitiv. Ja, nice, dass wir da nochmal so ein bisschen abgeschwiffen sind auf das Thema. Du hast uns heute auch eine Case Study mitgebracht, wie in jedem Perspective Talk. Und die du uns mitgebracht hast, die hat es ja wirklich in sich. Ich habe es vorhin schon mal angekündigt. Ich glaube, ihr habt innerhalb von nur 2 Monaten einen neuen Geschäftsführer für ein Handwerksunternehmen gefunden, nachdem, ich glaube, der Kunde hat schon über 3 Jahre selber gesucht. Kannst du uns gerne nochmal mit reinnehmen in die tatsächliche Story? Und ich würde total gerne direkt mal den Screenshare starten. Ich habe nämlich hier schon mal den Screenshare für uns vorbereitet mit deinem Mobile Funnel. Den dürftest du jetzt auch gut sehen können. Ja, Genau. genau. Also du hast gerade schon gut angekündigt. Also im Prinzip ja, hat unser Partnerunternehmen seit ja, 2, 3 Jahren im Prinzip schon ja, einen neuen Geschäftsführer für einen neuen Standort gesucht. Das heißt, sie sind auch aus der Region Stuttgart eigentlich unterwegs. Die haben aber einige ja, Kunden im Bereich München. Das heißt, dort ist dann aktuell immer so gewesen, dass die Mitarbeiter aus der Region Stuttgart hier nach München fahren müssen, dort die ja, Wartungen, also im Kältetechnik- und Klimatechnikbereich, dort die Wartungen machen mussten und in Betrieb nahmen und alles. Und da haben sie sich natürlich gewünscht, weil da immer mehr Resonanz kam und der Markt dort einfach ja, so groß war, dass sie sich ausbreiten konnten, dass sie dort einen neuen Standort aufmachen. Das haben die auch schon in Frankfurt gemacht. Das heißt, Mega. da hat es früher auch schon geklappt im Bekanntennetzwerk. Und ja, dementsprechend haben die dann ja 3 Jahre lang ungefähr gesucht. Und dann sind wir das Thema dann mit denen angegangen, haben gesagt, hey, wir können auch andere Wege gehen, wir müssen auch ein bisschen umdenken und nicht einfach die konventionellen Wege nehmen. Da waren die extrem offen dafür. Und genau, da haben wir im Prinzip 2 Monate die Kampagne laufen lassen. Klar, bis das alles unter Dach und Fach war, hat es ein bisschen länger gedauert, Ja. Notartermin. Das zieht sich alles. Aber genau, nach 2 Monaten waren dann die passenden Kandidaten dabei, mit denen man dann gesagt hat, okay, mit denen oder mit dem einen geht man das dann weiter an. Und das hat dann Ja, auch wunderbar mega. geklappt. Das heißt, auch was vorher so passiert ist, ist quasi klassisches Recruiting gewesen und irgendwie nicht die Augen aufgehabt für neueartige Methoden, wie jetzt hier das Performance oder Social Recruiting. Ja, absolut, genau. Also es war viel halt im Bekanntenkreis rumgehört und geguckt, was da so gibt. Man hat versucht, mit Headhuntern zusammenzuarbeiten. Das hat auch nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Das Ja. heißt, ja, da hat man schon ein bisschen was probiert. Klar, auch ein bisschen, jetzt sag mal, unkonventionelle Regeln oder Wege. Natürlich auch klassische Jobportale und einfach mal was gepostet. Ist aber für so eine Stelle natürlich, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so Nicht. super geeignet. Ja, definitiv. Also, hier geht es also um die Position eines Geschäftsführers, der am Ende auch ein Standortleiter ist, eines Mutterbetriebs, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Ja, also kann man so Nix, sagen, ne? genau. Alright. Und ich würde sagen, wir gehen dann durch den Funnel, dann kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was ihr euch vielleicht wobei gedacht habt. Ich sehe schon, ihr habt einfach super stark in den Fokus auch gesetzt, dass das Ganze ja in München stattfindet. Und habt dann auch mit einem Arrow gearbeitet. Das heißt, ihr wollt gar nicht unbedingt so viel den Fokus irgendwie above the fold haben, sondern einfach auch, dass die Leute weiter scrollen, richtig? Genau. Das war so hier der Gedanke. Wir wollten, also klar, man kann dann hingehen und wie man es in anderen Positionen auch macht und im ersten Viewport direkt schon irgendwie die erste Aktion provozieren und sagen, okay, hier klick dich mal weiter oder sonst was. Aber hier war uns halt extrem wichtig, nicht eine hohe Quantität an Bewerbern zu haben, sondern wirklich qualitative Bewerber zu haben. Das heißt nicht Leute, die jetzt mal draufgeklickt haben und sich mal durchklicken, weil das bringt niemandem was und das ist wirklich so eine spezifische Stelle. Das heißt, jeder, der sich dafür interessiert, der soll sich erstmal noch ein bisschen was anschauen. Deswegen war hier die Idee, wie du schon gesagt hast, mit dem Arrow zu zeigen, hey, unten gibt es noch was. Und dann hier, ja, wie man schon sieht, ein Video, was jetzt auch nicht kurz ist, um ehrlich zu sein. Also ich meine, ein 3-Minuten-Video, das muss man sich auch erstmal anschauen, aber Ich habe den Ton gerade ausgemacht, nicht wundern. ja, okay. Genau, da haben wir natürlich auch versucht, also das ist der Standort jetzt in der Nähe von Stuttgart, das auch in Szene zu setzen, den Geschäftsführer da mit reinzubringen, den aktuellen schon. Das heißt, auch hier wichtig schon mal diesen persönlichen Touch mit reinzubringen. Das heißt, Ja. auch hier mit verschiedenen Perspektiven zu arbeiten, zu sehen, okay, wer steckt denn wirklich dahinter? Das heißt, das hier ist extrem wichtig gewesen, den Content, den wir ausspielen. Deswegen auch dieses Video. Ohne den Video hätte das Ganze niemals funktioniert. Einfach Habt ihr weil das selber produziert, das Video? das haben wir selber produziert, ja, genau. Ist ja auch ein relativ langes Video, oder? Also es geht, glaube ich, 3 Minuten ungefähr. Ja,
Genau. Habt ihr Genau. das vor, also ist das einfach ein Guess gewesen zu sagen, wir bauen ein relativ langes Video ein? Weil ich glaube, was ich so bisher viel gesehen habe, sind einfach relativ kurze Videos, die dann aber auch so als Ad-Creative schon genutzt werden und dann vielleicht im Funnel nochmal in einer ähnlichen Variante wiederkommen. Kannst du vielleicht nochmal kurz dazu sagen, wie ungefähr die Ad-Creatives aussahen? Genau, also die Ad-Creatives waren auch teilweise Videoausschnitte von hier drin. Wir hatten auch das ganze Video mal als, ja, als optimiert für Playthroughs. Das heißt, einfach um eine Audience zu sammeln, die sich das Video auch anschauen. Und dann haben wir im Prinzip daraus eine Custom Audience erstellt, ja, um im Retargeting dann reinzugehen, wo man die Leute dann immer wieder anfüttert und schaut, hey, okay, hast dir das doch angeschaut, so, das ist dann auch noch interessant, oder hier ist nochmal der Pitch für dich, und dann die Leute in die einzelnen, ja, Stufen reinzubringen, von irgendwie Cold auf Wärmer auf Hot, um sie dann im Prinzip mit in den Funnel zu kriegen. Genau, und da haben wir auch extrem viel mit dem Video-Content gearbeitet, den wir halt haben, einfach weil, naja, das wirklich eine Stelle ist, die sehr außergewöhnlich ist, würde ich sagen, also weil, ich sag mal, der Geschäftsführerstelle ist jetzt nicht so einfach. Der Geschäftsführer hier hat sich auch super geeignet, weil er war im Prinzip genau diese Person, die wir auch ansprechen wollten. Er hat selber in einem großen Konzern gearbeitet, in der Kältetechnik, hat das Gefühl gehabt, nicht voranzukommen, nicht das zu erreichen, was er möchte, und hat dementsprechend damals, ja, die ganze Kälte- und Wärmetechnik dann gegründet. Das Mega. heißt, das ist extrem authentisch gewesen, um das Ja, einfach das glaube mit ich da. voranzubringen. Und ihr hattet natürlich auch eine Ressource, wo ihr immer hingehen konntet, wenn ihr irgendwie auf die Zielpersona optimiert habt oder euch Fragen zur Persona gestellt habt. Ich sehe jetzt, dass es hier auch direkt mit einer, also mit der Frage quasi der Seite weitergeht. Ist hier die gleiche Logik dahinter? Das keine Logik dafür. Nee, das ist erstmal nur, um Engagement zu kriegen, um auf die nächste Seite zu kriegen, um, ja, denjenigen weiter im Prozess zu kriegen, ja. Alright, dann haben wir hier eine Section zum Vorteile, würde ich sagen, oder? Also so ein bisschen die Karrierebeschreibung vielleicht, also Benefits dieser Position. Genau, da würde ich auch sagen. Also es geht in diese Richtung so Benefits. Klar, in dem Sinne ist es nochmal ein bisschen was anderes als jetzt klassische Benefits, sondern das sind einfach so, na, ich sag mal so, potenzielle Gedanken, die derjenige hat, irgendwie so auch so Vorwände, Einwände, die derjenige hat. Das heißt, traut er sich das überhaupt selber zu? Habe ich überhaupt den Support? So, was erwartet mich da überhaupt? Das heißt, hier wird extrem darauf eingegangen, zu schauen, okay, ja, um denen einfach so ein gewisses Gefühl und Maß an Sicherheit zu geben. Das heißt, was ihn da erwartet, wie es aussieht, was er jetzt so grob mitbringen muss, und was wir ihm da also im Prinzip bieten können dann in dem Sinne, ja. Mega, auch wieder unfassbar stark auf die Zielpersona abgestimmt. Ich sehe auch schon, ihr habt alles auch in der Sie-Form geschrieben, passt natürlich auch wieder zur Position und auch zur Branche. Ich glaube, das ist wieder was, wo was ganz, ganz, ganz krass branchenabhängig und natürlich auch positionsabhängig ist. Und weiter geht's dann jetzt hier mit den Aufgaben. Habt ihr da irgendwie auch gesagt, wir wollen erst die Benefits nennen und dann die Aufgaben einfach so von dem psychologischen Aufbau her? Genau, also zwei Punkte. Ich gehe noch einmal auf das Sie und Du ein. Ja, darüber haben wir uns auch tatsächlich länger Gedanken gemacht, als es jetzt vielleicht im ersten Moment aussieht, weil ich meine, es ist halt das eine in Sie, das andere in Du geschrieben. Wir haben auch lange intern diskutiert und auch ein bisschen mit dem Kunden, ja, ich sag mal, debattiert, wie man das am besten lösen kann. Und das ist tatsächlich auch nochmal was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Also es wirkt zwar im ersten Moment nicht nach einem großen Ding. Aber es macht, denke ich, schon noch einen großen Unterschied, wen man ansprechen möchte, welche Zielgruppe, welche Persona man ansprechen möchte. Und in dem Fall haben wir uns dann am Ende fürs Sie entschieden. Das war absolut richtig. Also, Mega. Finde ich einfach auch, ich glaube, das ist auch was, wo sich jeder mal eine Scheibe abschneiden kann und sagen kann, wie tief bist du eigentlich in der Zielgruppenanalyse wirklich drin? Und am Ende auch, mach einfach einen AB-Test. Also, was funktioniert halt besser und dann geh damit. Aber ich glaube auch, dass das eine Frage ist, die sich einfach noch jeder mehr stellen kann, gerade wenn es darum geht, vielleicht auch, wie qualifiziert sind die Bewerbungen, wenn ich eine unfassbar hochqualifizierte Position versuche zu besetzen, die ja vielleicht am Ende auch schwer zu besetzen ist. Aufgrund von einer gewissen Qualifizierung, dann ist das sicherlich auch eine Frage. Ja. absolut. Und vor allem muss man da auch überlegen, je höher qualifiziert die Stelle ist, desto mehr, ich sag mal, Shadow Traffic gibt's. Das heißt,
Je höher man der Qualifikationsgrad, desto mehr recherchieren die Leute. Das heißt, sie sehen die Ad mal, sie sehen den Videocontent, was schon mal super ist, weil da gibt man ihnen schon viel, viel Futter und schon viel Information. Aber selbst die schauen sich dann um. Sie fangen an zu googeln. Sie schauen dann, okay, gibt es irgendwie Bewertungen? Wie sieht die Website aus? Das heißt, gerade für so hochqualifizierte Stellen kommt dann wieder das Thema von ganz am Anfang, Thema Website. Das heißt, das muss dann dementsprechend auch gut sein. Das heißt, weil bietet die ihr Leute das auch auch dementsprechend. als Dienstleistung quasi oder als Upsell oder sowas? Bieten wir teilweise auch an, haben wir jetzt schon ein paar Webseiten gemacht. Es kommt immer darauf an, wie, ja, ich sag mal, bearbeitungsbedürftig die Webseiten sind. Machen wir teilweise nur den Karriere-Part, das heißt, dass wir da einen Karriere-Funnel mit aufbauen, dass wir den dahinter legen, so einen allgemeinen Karriere-Funnel. Teilweise machen wir auch die kompletten Webseiten neu. Das heißt, wenn sie da wirklich auch extrem in die Jahre gekommen sind, da sagen wir auch, hey, das ist wichtig, also gerade je höher qualifiziert es ist. So. Ja. Weil die Leute recherchieren halt. Sie schauen es halt ja. nach. Und wenn du halt darauf keinen Fokus legst, keinen Wert legst, dann kommt es bei den Leuten nicht gut an. Weil es sieht dann einfach schlecht. Definitiv. Ja, dazu hatten wir letztens auch erst einen Talk mit Alex Heeg zu diesem Thema Employer Branding als Upsell. Darum, für alle, die das noch interessiert, vielleicht auch mehr aus so einer Pricing- oder Agentursicht, wie ihr da eure Dienstleistung aufbauen könnt, dann schaut euch gerne den Talk dazu an. Wir machen jetzt mal weiter im Funnel. Zwar genau, haben wir jetzt hier die Aufgabenliste, das heißt, es geht hier wirklich super detailliert, ne? Also ihr habt ja die Copy jetzt nicht nur geschrieben, bau dein Team auf oder entwickle den neuen Standort, betreue unseren Kundenstamm, also sondern ihr habt natürlich auch ein bisschen mehr Copy einfallen lassen. Genau, also auch hier gibt es, ich sag mal, ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite, klar, du willst ihn jetzt nicht überladen mit Informationen, weil er kriegt ein dreiminütiges Video, er kriegt Vorteile, er kriegt hier eine relativ lange Copy. Aber wir haben uns schlussendlich trotzdem dazu entschieden, es relativ detailliert zu machen, weil derjenige einfach ein extrem gutes Bild von der Stelle haben soll am Ende. Das heißt, ja. Wenn er es liest, dann soll er wirklich auch verstehen, was auf ihn zukommt, was ihn erwartet. Weil Geschäftsführer sein ist halt eben auch, da hat man halt viele Hüte auf, da hat man viele Rollen und derjenige soll sich auch dementsprechend darauf einstellen können und ja, wissen, worauf es sich einlässt. Ja. Einfach transparent kommunizieren, was einen erwartet, aber halt auch, wie gesagt, wieder angepasst auf die Person. Darum auch hier die Stimmen aus dem Team auch einfach ein super wichtiges Element, wie ich finde, in jedem Funnel, egal ob man Recruiting betreibt, ob man, keine Ahnung, ein Produkt verkauft, eine Dienstleistung verkauft, immer wieder wichtig, Testimonials einzubauen. Habt ihr hier auf bestimmte Kommentare vom Team geachtet oder sind das einfach generell Kommentare, die aus dem Team so gesammelt wurden? Nee, da haben wir, also wir haben versucht, die Leute dann in eine gewisse Richtung zu lenken und überlegt, okay, was könnte denn gut passen? Natürlich, wir geben das jetzt nicht direkt vor, so, aber es ist schon bewusst nochmal überlegt, was könnte gut ankommen. Hier auch interessant, das zweite Testimonial ist im Prinzip der Standort Frankfurt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Das heißt, auch hier nochmal zu sehen, okay, es wurde schon mal gemacht, es funktioniert auch dort und da nochmal die Stimme rauszuhören, okay, was hat ihm jetzt gut gefallen? Hier hätte man es vielleicht auch noch in der Reihenfolge ändern können und ihn vielleicht nach oben packen oder nur ihn, aber ja, verbessern kann man es am Ende dann immer. Definitiv. Und dann geht es weiter. Ihr hast jetzt verschiedene Möglichkeiten eingebaut, auf die nächste Seite zu kommen. Ich glaube, das habe ich in verschiedenen Funnels schon gesehen, manche setzen super stark darauf, immer den gleichen Call to Action drin zu haben. Dann wieder diejenigen, die sagen, nee, bau verschiedene ein, Hauptsache es geht weiter. Ich glaube, auch wieder was sich gerade in den Recruiting-Funnels nicht unbedingt einfach so sagen lässt. Ich glaube, das kommt einfach durch Testing oder durch die Position an sich. Ja, darum will ich da jetzt irgendwie gar nicht auch irgendwie meine Erfahrung vielleicht mitgeben. Aber du kannst ja deine Erfahrung mitgeben. Nee, also ich sehe es ähnlich wie du. Also es kommt immer drauf an. Das ist so, am Ende des Tages weiß ich nicht, ob man das allein darauf zurückschließen kann. Ja. Mal funktioniert das eine besser, mal funktioniert das andere. Es gibt auch Funnels, wo wir wirklich überall den gleichen Call to Action drin haben. Es kommt auch darauf an, wie die strukturiert sind. Das heißt, wenn du relativ viel Content hast, dann haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, einen Button, einen Call to Action zu nehmen, der irgendwie thematisch passt, weil die Leute dann eher gewillt sind, so auf Basis dessen, was ich gerade gelesen habe, weiterzuklicken. Jetzt, wenn man, ja, ich sag mal, mehr so Short-Copies hat und sowas, dann haben wir bessere Erfahrungen mit überall einfach den gleichen Call to Action reinzumachen. Versteck. Aber auch da testen. Das ist halt, und, wie gesagt, so ein bisschen unterschiedlich. Ich kann ja auch nicht für den Termin-Funnel für eine Dienstleistung im Beauty-Bereich versus für eine Dienstleistung im Bereich LinkedIn-Ads, kann ich ja auch nicht die gleichen
Arten und Weisen anwenden. Das ist ja wieder super unterschiedliche Zielgruppe und so weiter. Und so ist es hier genauso. Jetzt kommen die ganzen Fragen im Funnel. Wieso fangt ihr jetzt hier direkt mit der abgeschlossenen Ausbildung in dem Bereich an? Der Punkt ist extrem wichtig, weil derjenige darf dann im Prinzip nur das Geschäft führen, sage ich mal, wenn er diese Ausbildung hat. Das heißt, das war wirklich auch ein hartes K.O.-Kriterium. Das heißt, wenn er es nicht hat, dann ist er auch nicht geeignet dafür. Das heißt, hier war auch wirklich das Ziel schon am Anfang, weil das jetzt auch keine Frage ist, wo man jetzt abschreckt, wo man dann so sagt, ja, okay, nee, ich lasse das jetzt im Funnel, sondern es ist halt eine Frage, gut, hast du halt eine Ausbildung gemacht, das heißt, sie ist relativ unverfänglich und sie bringt uns halt extrem viel Mehrwert, dass wir wissen, okay, ja, an der Stelle können wir es eigentlich schon lassen, weil arg viel mehr Infos brauchst du dann dementsprechend nicht. Das heißt, ich komme hier auf jeden Fall auf eine Absageseite. Das sollte zumindest so sein, ja. Stimmt, Tatsache. Alright, ja gut, das klärt für mich eigentlich auch die Frage, die ich am Anfang so ein bisschen hatte, ob das so eine Frage ist, die dann vielleicht wegfällt bei anderen Positionen, die so schwer zu besetzen sind, jetzt zum Beispiel im Handwerk, wobei du es jetzt hier natürlich drin hast, weil es halt Sinn macht, weil es Grundvoraussetzung ist. Darum super spannend für mich, das zu sehen. Wir gehen jetzt mal direkt weiter zur nächsten Frage. Hier geht es jetzt wieder um Qualifikation. Ist das jetzt auch eine wichtige Frage gewesen, also die auf jeden Fall drin sein musste, um halt schon Informationen für den Lead dann zu haben, wenn ihr die am Ende anruft? Ja, also absolut. Das, also gerade hier auch wieder mit Absprache mit dem Kunden. Das heißt auch hier, die Fragen sehen zwar jetzt wie immer jetzt nicht allzu komplex aus, aber der Gedanke dahinter war ja nochmal sehr umfangreich. Das heißt, es war dort auch sehr wichtig, für unseren Partner zu wissen, welche Qualifikationen bringt er mit. Einfach, damit man besser einschätzen kann, ob er sich dafür potenziell eignet, weil es kann sein, dass er eine super Fachkraft ist und einen super Job leistet, aber darüber hinaus dieses, ja, ich sag mal, betriebswirtschaftliche und dieses Projektmanagement und Selbstorganisation, was ja auch nicht einfach ist. Ja, na klar, natürlich, verstehe ich auch total und ich meine, der Meister, der Techniker und auch ein Studium kommen halt mit solchen Themen auf jeden Fall. Darum spannend, dass ihr euch für die Themen auch entschieden habt. Ich sehe, habt ihr auch das aus unserem Template umgesetzt, immer unten nochmal einen Vorteil zu nennen. Habt ihr das mal getestet oder habt ihr es einfach übernommen, weil es auch für uns schon super funktioniert hat? Wir haben es tatsächlich übernommen gehabt, weil es für euch gut funktioniert hat. Wir testen aktuell auch gerade, dass wir es wieder rausnehmen und dass wir unten keinen Text mehr haben, weil je nachdem ist wieder funnelabhängig, so pauschale Aussagen sind natürlich immer schwierig, aber es gibt auch Funnels, wo wir sagen, okay, es funktioniert besser, weil es weniger Ablenkung ist. Das verstehe ich. Ja, definitiv. Das sind auch immer super spannende Insights. Entwickeln sich natürlich unsere Templates auch immer weiter, falls ihr das schon gesehen habt, dass mal ab und zu kleine Änderungen kommen. auch immer wieder spannend, sowas zu testen, finde ich. Da sieht man nämlich auch mal, was alles eine Auswirkung haben kann. Ne? Also jegliche Art von Element in deinem Funnel kann eine Auswirkung am Ende auf die Conversion Rate haben, auch wenn du es vielleicht gar nicht unbedingt vermutest, wenn jetzt hier so ein kleiner Absatz noch drunter steht. Ich klicke jetzt hier mal auf den Meister. Und jetzt geht es weiter mit meiner Erfahrung in der Großkälte, die hoffentlich nicht nochmal kommt. wie meinst du? Ja, weil es so kalt draußen ist. Das heißt, ist das jetzt hier auch eine Frage, die wieder auf die vorherige mit einzahlt? Also ihr versucht natürlich jetzt super viel zu erfahren über, wie lange man schon arbeitet, vielleicht auch lange, in welchem Bereich man arbeitet. Aber ich meine, das setzt ja so ein bisschen das voraus, was du vorher schon gefragt hast. Wo unterscheiden sich die Fragen zwischen Meister, Techniker, Studium versus jetzt die tatsächliche Berufserfahrung? Was ist der große Unterschied? Genau, der große Unterschied liegt wieder im Detail. Das heißt, hier wird explizit nach der Großkälte gefragt. Gerade in der Kältetechnik ist es nun mal so, dass es sich das extrem unterscheidet, in welchem Bereich man tätig ist. Ja. Es gibt so die Gewerbekälte, das sind dann im Prinzip so diese, ich sag mal, Kühlschränke, Kühlanlagen in jetzt Supermärkten und das Ganze. Und dann gibt es die Großkälte, das dann meistens dann, ich sag mal, Kälteanlagen für Rechenzentren sind, für große Büros. Das heißt, eine ganz andere Art von Komplexität, eine ganz andere Art von Produkten, die auch verbaut werden, mit anderen Maschinen, die verbaut werden. Und dadurch, dass unser Partner in der Großkältetechnik, also Großkälte unterwegs ist und die ganzen Projekte auch in der Großkälte sind, ist es zwar nicht unmöglich, jemanden von der, ich sag mal, Gewerbekälte in die Großkälte zu kriegen, ist aber
enorm wichtig, das vorher zu wissen und hilfreich vorher zu wissen, dass Ja, man auch überlegt, für die okay. Gespräche danach einfach. Ist hier jetzt nochmal Logik dahinter? Also würde mich das jetzt wieder zu einer Absageseite führen? Ich denke nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Nee. Alright, super cool. Das heißt, es sind einfach auch wieder wichtige Informationen, die ihr sammelt. Sind Sie aktuell in einer Führungsposition tätig oder haben Sie schon Erfahrung? Wenn ich da jetzt Nein klicken würde, wäre das ein Ausschlusskriterium? Ich glaube, auch das dürfte kein Ausschlusskriterium erstmal sein. Mega. Das heißt, ich glaube, was dein Funnel insgesamt super krass zeigt, ist, dass ihr versuchst, einfach umfassende Informationen über die Person, um ihre Qualifikation zu erfahren, ohne Fragen zu stellen, die jemanden wegklicken lassen. Also es sind alles nachvollziehende Informationen, die jemand von mir braucht, wenn ich mich auf diese Position bewerbe. Also dieser, im Marketing sagt man oft so Product Market Fit und hier wäre es vielleicht so Question Funnel Fit oder Question Position Fit, irgendwie sowas. Also ich finde, der Funnel sagt das auf jeden Fall sehr, sehr stark aus. Habt ihr hier, oder andersrum, ich sehe, dass ihr jetzt hier jetzt nicht nochmal irgendwie nach Erreichbarkeit oder sowas gefragt habt. Nee, tatsächlich haben wir das bewusst rausgelassen. Also man hätte es auch reinnehmen können, wir hätten es auch überlegt. Hätte wahrscheinlich, also hätte man vielleicht auch machen können. Also am Ende des Tages. Aber wir hatten tatsächlich dann gute Erfahrungen mit der Erreichbarkeit gemacht, also gehabt. Ja. Gerade wenn man dann im E-Mail-Kontakt ist. Und es waren ja dann schlussendlich auch nicht das Riesenvolumen an Bewerbern, was auch bewusst so war. Wir wollten ja nicht alle möglichen haben. Und die, die wir erreicht haben, da konnten wir auch relativ einfach wirklich auch gut hinterher sein. Genau. Auch hier wieder Kleinigkeiten, woraus es ankommt. Ich sag mal, im Template, im Formular sind zum Beispiel Emojis drin im Formular. Haben wir jetzt für die Geschäftsführerstelle rausgenommen und so, weil wir es halt nicht Spannend. als passend erachtet haben. Ja. Genau. Und hier auch nochmal eine Bestätigung mit eingebaut. Freuen uns, Sie kennenzulernen. Auch das, also hier, ich meine, du kommunizierst ja jetzt hier auch relativ stark, dass es um ein Kennenlernen geht, warum man seine Daten hinterlässt. Aber hier schreibst du jetzt Jobangebot. Habt ihr da rumgetestet oder ist das einfach eine Copy, die ihr auch aus vergangenen Projekten erfolgreich Das eingesetzt habt? war eine Copy, die wir auch aus vergangenen Projekten hatten. Das war da so ein bisschen erprobt. Ob man es hier nochmal genauso machen würde, weiß ich nicht. Gerade den Punkt, den du schon gesagt hast, man hat es ohne ein bisschen anders kommuniziert. Das heißt, hier vielleicht nochmal als auch ja, Verbesserungspotenzial hätte man es vielleicht auch hier nochmal anders formulieren können. Ja, spannend. Ich finde auch das hier unten noch eine super coole Idee zu sagen, man schreibt nochmal rein, hey, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann tu es trotzdem, weil es gibt nichts zu verlieren. Habe ich auch noch nicht in super vielen Funnels gesehen, ist sicherlich auch ein Element, was sich Leute noch mitnehmen können. Ich trage mich jetzt mal nicht ein. Ja, ich ruiniere dann nicht deine Statistik. Ich bin ganz lieb und nett und gehe jetzt mal wieder hier zurück in unseren Screen. Vielen lieben Dank, dass wir da mal reingeschaut haben. Ich hätte noch ein paar Fragen und zwar, wo habt ihr den Funnel überall ausgespielt? Wir haben tatsächlich ihn auf Instagram und Facebook ausgespielt. Das heißt, wir hatten keine anderen Plattformen mit hinzugezogen. Potenziell oder perspektivisch wär noch LinkedIn eine Plattform gewesen, die wir überlegt hatten, ob wir sie mit dazu zählen wollen. Wir dachten, wir fokussieren uns erstmal auf, ich sag mal, auf die Meta-Plattform, Ja. um es simpel zu haben, um die ersten Ergebnisse zu erzielen und auch zu gucken, was kam gut an, um ja auch Tests führen zu können. Und dann im nächsten Schritt hätten wir uns überlegt, ob wir dann LinkedIn mit dazu ziehen sollen. Aber auch hier ja, haben wir einfach sehr gute Erfahrungen mit den Meta-Plattformen gemacht und waren so ein Kanal und den erstmal richtig, statt drei aufzumachen und die so halbwegs irgendwie dann ja, ich sag mal, pflegen zu müssen, weil man da dementsprechend auch überall genug Werbebudget reinfließen lassen muss. Was habt ihr hier für ein Tagesbudget draufgeballert? Wir hatten 60 € Tagesbudget. Also auch ein bisschen höher jetzt im Vergleich zu so normalen Recruiting-Kampagnen, würde ich sagen. Ja. Vielleicht noch eine Frage, wo wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, aber ich glaube, dein Funnel ist ja insgesamt einfach super gut gelaufen. Gibt es was im Nachhinein, was du im Recruiting von solchen Positionen oder von dieser Position hättest anders gemacht, wenn du nochmal vor der gleichen Herausforderung gestanden hättest? Gute Frage. Ich meine, es lief ja zum Glück gut. Also, es hat schon mal zumindest bestätigt, dass es funktionieren kann. Ja, ich meine, hier der große Hebel ist im Prinzip auch Content. Das heißt,
Wir hatten zwar, also wir hatten Content, wir haben selber Content gedreht. Da ist aber die Frage, okay, wie lange lässt man es laufen und wann braucht man neuen Content? Das heißt, je tiefer es geht, das wäre auf jeden Fall nochmal ein Punkt. Wir hatten zwar, ja, ich sag mal, einen halben Drehtag oder sowas hatten wir gemacht, aber da würde ich in Zukunft da auch einfach nochmal mehr machen. Das heißt, nochmal andere Winkel schon am Drehtag selber bespielen, nochmal ein bisschen andere Perspektiven noch mit angehen. Und also wir hatten ein Skript, das hat super funktioniert. Es war auch gut, weil da könnte man auch Snippets mit rausnehmen und ich sag mal kleinere Videos oder fürs Retargeting verwenden. Aber auch da einfach, um flexibler zu sein und an einem Tag relativ viel Content zu haben, den man auch ausspielen kann. Also weil das ist der größte und entscheidendste Hebel, denke ich mal. Mega. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, so dieses genug zu produzieren, beziehungsweise immer mal wieder das auch nachzuschieben oder halt an den Creators weiter rumzuspielen. Vielleicht da noch die letzte Frage zu dem Funnel, oder weil es ja auch vor allem um dieses Thema Recruiting von Führungskräften ging. Welche Tipps würdest du einfach Recruitern da draußen mitgeben, die ebenfalls auf der Suche nach Führungskräften sind, vielleicht auch nach ähnlichen Geschäftsführerpositionen? Gibt es da so wie ein, zwei Sachen, wo du sagst, achtet da drauf, oder habt ihr euch das schon mal gefragt? Das kannst du vielleicht mitgeben. Ich glaube, das, was man den Leuten am besten mitgeben kann, ist, überlegt euch wirklich vorher gut, wen ihr ansprechen möchtet. Das heißt, überlegt euch wirklich gut, welche Painpoints hat die Person, was sind mögliche Wechselmotive von der Person. Einfach weil Führungskräfte, ich glaube, noch viel weniger wechselwillig sind als Leute, die schon sind oder so. Genau, ja. Ja, oder also einfach auch, ich meine, viele sind ja auch irgendwie als Führungskraft unterwegs, oder wenn es jetzt hier sogar um eine Geschäftsführerposition geht, auch einfach selbstständig bereits als Unternehmer unterwegs. Ja, darum, ja, super spannend, dass du da nochmal drauf eingehst. Wir sind durch den Funnel durchgegangen, und diese Frage, die stelle ich natürlich hier jedem, der im Perspective Talk dabei ist. Und zwar, warum habt ihr euch in der Umsetzung von dem Projekt für Perspective entschieden? Das ist, weil Perspective so das beste Tool ist auf dem Markt, denke ich, in dem Bereich. Also ich glaube, es gibt kaum was, was es so intuitiv macht, was es so gut umsetzt, wo man so mit, ja, ich sag mal, relativ einfach das Ganze umsetzen kann und die guten Integrationen hat. Also ich meine, Perspective ist im Hintergrund noch in alle unsere Systeme mit integriert. Deswegen denke ich, also vor allem deutsches Unternehmen noch dazu. Also ich mein, besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Also ich mein, danke für die Blumen, sage ich an der Stelle. Wir machen auch mal direkt weiter. Und zwar, wir haben ja jetzt schon über deinen Funnel gesprochen, so wie in jedem Talk. Aber du hast uns heute auch ein Freebie mitgebracht. Wir haben es gerade schon im Funnel gesehen, dass ihr auch mit einem Video gearbeitet habt. Und ich glaube, du hast auch vorhin dann schon mal gesagt, dass Videos einfach ein zentraler Bestandteil in eurer, sag mal, Recruiting/Marketing-Strategie an der Stelle vielleicht sind. Wenn du magst, mache ich es einmal auf, dann zeige ich schon mal, was du heute vorbereitet hast. Und zwar, da ist es. Genau, das ist einmal das Skript, das Framework, was wir in dem Sinne jetzt verwendet haben. Gerade wenn man jetzt so längere Videos macht und ich sag mal so erklärungsbedürftige oder so größere Stellen hat, die jetzt nicht so einfach sind, da wirklich auch mit relativ wenig Fragen. Es sind 4 Fragen, die geklärt werden sollen. Das heißt, das soll jetzt auch nicht riesig werden. Ja. Aber es muss im Prinzip einfach von der Logik her Sinn machen, vom Aufbau her. Deswegen fangen wir auch erstmal an mit, die Person sich einmal vorzustellen, jetzt das gerade am Beispiel bei dem Funnel, was wir gesagt haben. Das heißt, der Geschäftsführer soll sich einfach vorstellen, das ist wirklich einfach nur eine kurze Einleitung, einfach uns zeigen, hey, das bin ich, so wie wir es heute ja auch gemacht haben. Wobei da war die Einleitung ein bisschen länger als in dem Video. Und dann, da ist dann schon wichtig, die Frage 2, das heißt, da irgendwie, ja, ich sag mal, einen guten Hook zu haben, die Leute irgendwie zu catchen, zu sagen, okay, ja, irgendwie die Aufmerksamkeit zu generieren und auch schon ins Angebot überleiten. Das heißt, da ist es wichtig, so Aufmerksamkeit zu kriegen und einen sauberen Übergang in den Offer zu bringen. Ja, das heißt, ja. Das ist auch wichtig und auch nicht allzu lang halten, sondern auch hier wieder alles relativ zügig. Dann das Offer kann ein bisschen länger sein. Das heißt, das Offer ist ja das, worum es geht. Das heißt, hier muss der
Bewerber verstehen oder du musst ihm helfen zu verstehen, was dein Offer ist, was du anbietest. Hier haben wir auch nochmal eine Unterteilung von Problemen, Agitate, Solve. Das heißt, zeig ihm erstmal das Problem auf. Das heißt, in welcher Position steckt derjenige? Genau, zu gucken, okay, was ist ein Pain, was irgendwie ein Wechselmotiv, so einzelne Punkte, den Punkt kann man theoretisch dann, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, öfter drehen mit verschiedenen Personas, mit verschiedenen Problemen. Dann der zweite wichtige Punkt ist, das Problem zu verdeutlichen und zu vergrößern. Das heißt, nicht einfach nur zu sagen, hey, du bist unzufrieden, weil du kommst nicht weiter in der Karriereleiter, sondern zu sagen, hey, du kommst jeden Tag zur Arbeit, du weißt, du hast mehr Potenzial, du weißt, es geht mehr, du könntest mehr, aber du hast das Gefühl, du wirst ausgebremst, du kommst nicht weiter, du denkst, dass andere bevorzugt werden, weil sie länger im Unternehmen sind oder irgendwie, klar, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, das Problem. Ja, voll. Kommt halt auf die Position an, ne? Genau, darum hattest du es eben mit den Pain Points auch schon angesprochen, genau. Genau, dann das Problem einfach nochmal größer machen, dass die Leute einfach auch sich eher dessen bewusst sind, dass es ein Problem für sie auch ist, weil vielleicht haben sie sich noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, dass es vielleicht sie gerade stört oder vielleicht wollen sie dann noch nicht handeln. Ja. Und dann natürlich auch mit die Lösung aufzeigen und sagen, hey, okay, das bieten wir, das ist die Lösung, hier kommst du weiter. So ein Traum-Szenario vielleicht davor zu, also aufzuzeigen, so hey, wenn du das bei uns machst, so kann es für dich aussehen, so die Perspektive nochmal aufzuzeigen, dass derjenige halt auch diesen klaren Vergleich hat zu, wo er jetzt ist, Stand jetzt, aktuelle Position und wo er hinkommen kann und was es demjenigen bietet. Ja. Genau. Und dann, Frage 4. Das heißt, da ist man vielleicht hoffentlich gehypt und wenn man sich da wiedererkennt, dann hat man vielleicht Bock drauf. Dann ist natürlich extrem wichtig, wie komme ich zu dem Angebot? Das heißt, was muss ich jetzt tun? Wie muss ich aktiv werden? Das heißt, da wirklich demjenigen auch zu sagen, hey, so kannst du aktiv werden, klick jetzt auf den Button, füll die Fragen aus. Wir melden uns bei dir. Das heißt, da auch schon, je nachdem, welche Stelle es ist, die weiteren Schritte. Das heißt, du kriegst ein Telefonat. Also wir telefonieren, dann können wir uns persönlich kennenlernen. Das heißt, hier wirklich dann der Call to Action im Prinzip, wie der Button dann hier nochmal aufzuzeigen, was derjenige machen muss. Und zum Schluss kann man noch so ein Catch reinmachen. Das heißt, klar, man zeigt so, wie es aussehen kann, wie die Zukunft aussehen kann. Und dann hier nochmal so ein paar, Vorwände oder Gedanken mit aufnehmen. Das, was also Einwandsbehandlung mäßig, ne? Genau. So Vorwände schon mal vorwegnehmen und zu sagen, hey, du denkst, dass es nichts für dich ist oder du hast Angst, dass das und das ist oder halt zu überlegen, okay, was sind denn Sorgen und Gedanken, die derjenige hat, wenn er das Angebot jetzt annimmt und die einfach schon mal vorwegnehmen. Vielleicht kennt man das ja auch schon oder kann das aus dem Kunden herauskitzeln, weil der Kunde vielleicht in deinem Fall war es jetzt sicherlich so, dass er über die 3 Jahre auch Erfahrung gesammelt hat, warum Leute vielleicht Angst haben, sich zu bewerben oder sich erst recht nicht bewerben, weil, keine Ahnung, Glaubenssatz X da ist oder so oder irgendwelche Einschränkungen vielleicht da waren oder Dinge nicht richtig kommuniziert wurden und deswegen Sorgen da waren. Also ich glaube, da gibt es immer gute Ressourcen, auf die man auch zurückgreifen kann als Agentur, als vielleicht auch Marketing-Freelancer, Recruiting-Freelancer. Die Antworten sind auf jeden Fall da und die Ängste sind auf jeden Fall auch da und das in einen Zusammenhang zu bringen, kennt ihr sicherlich auch alle, wenn ihr, ich meine, irgendwie verkauft ihr auch eure Agenturdienstleistungen, darum kennt ihr das sicherlich auch aus Sales-Gesprächen, die Einwandsbehandlung. Genau, da gibt es auch hervorragende Skripte zu im Netz, einfach mal googeln, da gibt es echt viel zu und da kann man sich sicherlich auch nochmal Inspiration holen, wie man gute Fragen stellen kann, um die richtigen Antworten zu erhalten und dann das richtige Skript zu schreiben nach dieser wunderbaren Vorlage. Vielleicht eine Frage noch zu deinem Freebie. Und zwar, ich habe jetzt das im Funnel schon einmal, ich hole dich mal wieder groß dazu, ich habe das gerade im Funnel schon einmal angesprochen. Hast du so Tipps, die du mitgibst, wie lang Videos sein sollten? Also jetzt vielleicht im Funnel und auch nochmal auf Ad-Ebene? Das ist abhängig von der Stelle, so pauschal auch wieder hier schwer zu sagen, welches Ziel man auch verfolgt. Das heißt, gerade jetzt bei der Stelle, wo wir es jetzt besprochen haben, kann es ruhig mal ein längeres Video sein und dann dementsprechend im Media Buying dann drauf zu achten, um eine Audience zu bauen. Ansonsten, wenn jetzt, gängigere Stellen sind, dann würde ich fast sagen, je kürzer, desto besser. Das heißt, also gerade auf Ad-Ebene, jetzt nicht unbedingt im Funnel, aber auf Ad-Ebene, wenn man da 20 Sekunden-Videos, haben wir tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht, sage ich mal, für normale Stellen. Das heißt, da auch wirklich, je kürzer, desto besser. Das heißt, wenn man es kurz macht, zwingt man sich auch dazu, bessere Cuts zu machen. Und bessere Copy zu schreiben für das Video.
Genau. Ja. Und es einfach zu optimieren. Das heißt, da, Mega. aber da auch nicht vergessen, genug Content aufzunehmen, dass man genug variieren kann. Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch so was, wo viele Agenturen, wenn sie so ein Angebot anbieten, zu sagen, wir machen unsere eigenen Videos oder vielleicht mit Freelancern da zusammenzuarbeiten, das ist einfach auch so ein Lernprozess, ne? Zu sagen, du kannst eigentlich nie genug Content aufnehmen, weil du kannst es immer nochmal irgendwie anders schneiden oder ja, einen anderen, vielleicht noch B-Roll hinzufügen oder so. Also es gibt immer wieder Methoden und Wege, wo man sagt, das sind so Schrauben, an denen wir drehen können. Absolut, Wir haben ja auch viel über euch gesprochen als Agentur, auch wie ihr oder was ihr eigentlich so macht. Und du hattest vorhin auch erwähnt, dass ihr ja Perspective ja auch in anderen Prozessen noch bei euch integriert habt und automatisiert habt. Wir haben da auch kurz vor dem Talk schon drüber gesprochen. Habt ihr noch, also macht ihr einfach noch mehr außer, ich sag mal, das klassische Social Recruiting? Also wie helft ihr noch anderen Agenturen oder wie kann ich mir das aktuell bei euch vorstellen, auch was das Thema Automatisierung angeht, weil du es gerade angesprochen hattest? genau, also primär machen wir natürlich, ich sag mal, Social Recruiting und Recruiting für Unternehmen, aber wir helfen zurzeit auch anderen Agenturen, gerade um ihre Prozesse zu systematisieren und sauber aufzustellen. Gerade mit, was ich vorhin schon gesagt habe, Perspective angebunden. Das heißt, wir haben auch ein Bewerbermanagementsystem dahinter, was direkt angebunden ist, was auch für diese Vorqualifizierung geeignet ist. Das heißt, die landen nicht direkt beim Kunden, sondern bei uns und wir können dann nochmal ein Skript ausfüllen. Solche Sachen oder im Prinzip auch ja, Marketingkanäle. Das heißt, DMC-Methode wird dem einen oder anderen bestimmt auch was sagen. Auch da haben wir eine Automatisierung, wie wir aus dem, ja, aus dem CRM, wie jetzt Umsatz.io oder sowas, direkt, ja, ich sag mal, Briefe drucken können und sowas in der Art. Und sowas bieten wir aktuell auch an. Aber es ist noch nicht so groß, aber wenn jemand Interesse daran hat, kann sich gerne mal melden. Mega, das lasse ich auf jeden Fall in der Infobox den Link zu euch, wie man dich oder euch am besten erreicht, damit man sich vielleicht auch wegen diesem ganzen Automatisierungsthema mal an euch wenden kann, solange es noch verfügbar ist, sage ich mal. Ich habe auch gesehen, dass jetzt keine offenen Fragen bei uns im Live-Chat sind. Darum würde ich jetzt einfach mal sagen, vielen lieben Dank, Lukas, für deine Zeit heute. Ich habe dir versprochen, ich mache nur bis 16 Uhr. Wir machen das hier immer um 15 Uhr und jetzt ist es 16:04 Uhr. Wir hatten einiges heute an Themen zum Durchgehen. Darum ja, habe ich heute leider mein Versprechen gebrochen. Aber ja, es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir heute mal wirklich sehr detailliert auch durch den Funnel durchzugehen und dich einfach alles zu fragen, dich zu löchern, wo ihr die besten Erfahrungen gesammelt habt und große Erfolge erzielt habt. Möchtest du noch irgendwas einbauen, mitgeben, oder ja, einfach noch ein paar letzte Worte sagen? Nee, ich denke nicht. Also vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall sehr interessant und ja, es freut mich, hier gewesen zu sein. Klasse. Ja, ich freue mich auch. Wir kriegen hier schon Feedback, super Content. Darum vielen lieben Dank für deine Zeit und ihr Lieben, wir bedanken uns natürlich auch bei euch fürs Zusehen heute hier im Live. Ihr findet die Aufzeichnung natürlich weiter hier in der Community und demnächst dann eben auch auf YouTube. Wir senden euch wieder einen Newsletter dazu und natürlich dann auch als Podcast-Episode. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage liebe Grüße aus München und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao. ciao.